Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, bei mir ist jetzt ein Monat rum. Ich habe meine Pokémon hochtrainiert. Alle meine Pokémon sind Level 45. Ich habe sogar ein neues Pokémon statt dem Wal im Team. Kyrosbino. Welches Pokémon das ist, das erfahrt ihr gleich, weil ich war fleißig beim Pokémon fragen. Ich war wirklich, wirklich fleißig. Also, ja. Ich habe sehr, sehr viele Pokédex-Einträge für euch. Und das ist nicht mehr übertrieben. Ich habe so viele Pokédex-Einträge, dass ich sie über diese und die nächste Folge verteile. Erwartet übrigens nicht, dass ich diese oder nächste Folge dann versuche, neue Pokémon zu fangen. Weil das allein jetzt schon das Video fressen wird. Um euch kurz aufzuklären, ich habe 31 neue Pokémons. Wenn man jetzt die Entwicklungen nicht mitzählt, so 29, 28. Also von dem Team, was ich hier jetzt gerade dabei habe, haben sich halt drei entwickelt. Aber so gesehen zähle ich den jetzt nicht dazu mit. Also ja, unser Vogel hat sich so bei Londa entwickelt und unser Steinmonster hat sich zu Saltigant entwickelt. Wie gesagt, ihr fahrt gleich, welche Pokémon das sind. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt mit den Pokédex-Einträgen los. Ich habe, wie gesagt, 31 Pokédex-Einträge. Ich mache das so. Ihr kriegt heute 15 von mir am Stück. Ich und ich, Noah und Rim wechseln uns ab. Ich werde erst 5 vorlesen, dann erzählt euch hier drin 5 von den Pokémons und dann erzählt natürlich Noir auch noch 5. Ich habe mir alle Pokémons aufgeschrieben, weil ich mir sonst nicht alle gemerkt hätte. Auch wenn ich die alle in der Box habe. Ich weiß, hätte mir sonst nicht gemerkt, wenn ich alles in der Entwicklung hatte. Und ich füge für euch jetzt einen Zeitstempel ein, den ihr nutzen könnt, falls ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Ich verspreche euch, dass die heutige Folge dafür heute ein bisschen länger ist. Dafür, dass ich so viele Pokédex-Einträge reinpacke. Ich würde sagen, ich fange dann mit den Pokédex-Trägen auch selber erstmal an. So Leute, hier haben wir zuallererst bei Londa, das Tänzer-Pokémon. Die Entwicklung von Fuentente, damit ihr weißt, welche Entwicklung das ist. Mit seinen ausgefallenen Tänzen betört es alle, die ihn zuschauen. Es schlitzt Gegner mit einem Schwung seiner Schmuckfedern aus Wasser auf. Das klingt brutaler, als es ist. So, hier haben wir als nächstes Bummels, das Faulpelz-Pokémon. Schon der bloße Anblick von Bummels führt dazu, dass man ebenfalls von Trägheit überwältigt wird. Ja, ich wurde halt auch gerade träge beim Anblick, ne? Guckt, der Pokédex einsteigt, stimmt. So, hier hätten wir jetzt Saltigant, die Entwicklung von Sedisal. Das Steinsalz-Pokémon. Viele Pokémon scharen sich um Saltigant, in der Hoffnung, an seinem mineralreichen Salz lecken zu können. Also mir würde das ja nicht gefallen, wenn ständig irgendwer an mir lecken will. Das Pokémon tut einem leid. So, hier haben wir jetzt nächstes Schlupuk, das Magen-Pokémon. Sein Herz und sein Hirn sind winzig, während der Magen den Großteil seines Körpers einnimmt. Sein Magensaft ist in der Lage, alles zu vertauen. Eine Magensäfte hätte ich gern. Weil mit manchen kommt mein Magen nämlich nicht klar. So, dann haben wir hier Voltrian, das Fregattvogel-Pokémon. Mit den Flügeln erzeugt es Strom, denn es in seinem Kehlsack speichert. Da sein Gefieder kaum Öl enthält, kann es nicht gut schwimmen. Im Übrigen, ich habe mich um einen verzählt. Es gibt noch ein weiteres Pokémon, das ich durch einen Tausch im Pokédex habe, weil ich meinen Kumpel ausgeholfen habe. Also, Noir wird nächste Folge 6 haben und diese Folge wird Drim 6 haben. Aber als nächstes liegt jetzt dann Drim los. Och Mann, Trading, hättest du nicht einen halben machen können? Warum denn gleich so viele? Hier hätten wir zuerst Lextremo, das Heuschrecken-Pokémon. Es kann den Showdown-Modus, bei dem es sein eingeklapptes drittes Bein nutzt, nicht lange aufrechthalten, da er seinen Körper strapaziert. Als nächstes haben wir Honduster, das Hades-Pokémon. Sein Ruf bei der Waldjagd unterscheidet sich von dem Ruf, den es zum Kommunizieren mit Artgenossen verwendet. Hier haben wir Tauros, das Wildbullen-Pokémon. Es zeichnet sich durch seine dicken Muskeln und sein wildes Temperament aus. Diese Form wird Gefechtvariante genannt. Hier ist endlich mal ein Pokémon nach meinem Geschmack.
Ja, nämlich Obot, das Giftbotten-Pokémon. Beim Angriff schlägt es wild mit seinen großen Flügeln, um seinen Giftpuder überall zu verstreuen. Als nächstes haben wir Tentakra, das Quallenpilz-Pokémon. Obwohl es wie ein Tentakra aussieht, handelt es sich um eine völlig andere Art. Seine Beine sind dünn, aber es kann bis zu 50 km/h schnell laufen. So, zu guter Letzt haben wir hier Scherox, das Kneifer-Pokémon. Es erhebt seine mit Augenmustern versehenen Scheren, um Gegnern einzuschüchtern. Dabei sieht es aus, als habe es 3 Köpfe. So, ich hab für heute Feierabend. Du bist als nächstes dran, Noah. Danke drin, du kleiner Drecksspatz, ich mach dann mal weiter. Als erstes haben wir Vati, das Wolle-Pokémon. Die gummiartige Haut von Vati leitet keinen Strom, aber seine Wolle kann viel Elektrizität speichern. Das ist Bronzel, das Bronze-Pokémon. Man findet sie in alten Grabstätten. Es heißt, die Muster auf ihrem Rücken bergen mystische Kräfte. Oh, wie süß. Das ist Psyana, das Sonnen-Pokémon. Mit den feinen Haaren, die seinen ganzen Körper bedecken, nimmt es Luftströmungen wahr. Dadurch sagt es gegnerische Attacken voraus. Noch ein süßes Pokémon. Als nächstes haben wir Girafarig, das Langhals-Pokémon. An seinem Schweif befindet sich ein kleiner Kopf. Dieser beißt instinktiv zu, wenn sich dem Pokémon ein Feind von hinten nähert. Als letztes haben wir hier Sanaconda, das Sandschlangen-Pokémon. Der von ihm ausgespiene Sand enthält spitzen Kies, bei dem es sich eigentlich um Sand handelt, der durch seinen Speichel erhärtet wurde. So Leute, das war jetzt lange mit den Pokédex-Einträgen. Also bei mir hat es so um die 10 Minuten gedauert. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen runterschneiden können. Ja. Ich kann auch noch natürlich Belohnung abholen für meine ganzen Einträge hier. Und als nächstes hätten wir das EP-Bonbon auf unserer Liste. Okay, Leute, und jetzt können wir endlich weiterziehen. Im Übrigen, Scherox war das Pokémon, das ich für einen Kumpel entwickelt habe. Weil man muss dafür einen Sichlor, einen Metallmantel zum Tragen geben und es dann tauschen. Im Übrigen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe endlich rausgefunden, wie man die Kleidung wechselt. Also man muss dafür nur auf Steuerkreuz links drücken und da habe ich ihm mal ein bisschen umgestaltet den Charakter. So, aber wie gesagt, wir sind jetzt endlich Level 45. Zumindest mit fast allen. Kyros Bühne braucht noch ein Level. Und unser heutiges Ziel wäre dann der nächste Arenaleiter. Der hier ist ja relativ nah. Ich mache mir das mal als Zielort. Und wie gesagt, ich werde jetzt so oder so alle Pokémons auf dem Weg ignorieren, weil ich habe so oder so schon viel zu viele Einträge diese Folge gehabt. Also machen wir einfach den Flug. Was sind denn da für interessante Bäume? Und hier liegt direkt eine TM. Gigasauger. Oh, die wird direkt verlernt. Beigebracht, meine ich. Wo bist du? Das ist eine ultra gute Attacke. Uplight Heat habe ich auch. Das bringen wir auch mal unseren Lucario bei. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich Uplight Heat her habe. Knochenharz kam auf jeden Fall mit dem Leveln. Ich würde mal sagen, ich nehme Metallklaue weg. So, da, Gigasauger. Das will ich auf jeden Fall unserer Katze beibringen. Die mittlerweile Energieball und Schmarotzer hat. Aber ganz ehrlich, lieber Gigasauger an Energieball, ne? Die beiden Attacken könnte ich noch gut gebrauchen. Aber nee, anstatt Schmarotzer. Schade, dass keiner von euch Donnerblitz kann. Die Bäume da sehen interessant aus. Ich will einmal kurz gucken. Ich will nichts fangen, ich will nur gucken. Übrigens, so Tentakra, als ob du mit deinen kurzen Stummelbeinen 50 km/h schnell rennen kannst. Das glaubst du doch selber nicht. Sind das Mangroven? Sieht für mich zumindest so aus.
Bei Mangroven ist es ja so, die sind ja eigentlich eher so in Sumpfgebieten. Hier komme ich nochmal hin. Und da wachsen die Wurzeln so ein bisschen aus dem Boden raus. Also so ein bisschen Pflanzenkunde mal für euch, ne? Oh, hier ist ein Tropius. Ihr wart so kacke beim Pokémon Mystery Dungeon. Ich habe mindestens 5-mal euch in meinem Team gehabt und ihr seid jedes Mal gestorben. So, ich muss nicht ins Pokémon Center gehen, das hatte ich noch vor der Folge gemacht. Und wir haben ja keinen Kampf gehabt. Okay, der Arenaleiter ist vom Normaltyp. Das heißt, Lucario und Saltigant tue ich mal nach oben. Auf dritter Stelle tue ich Skelecrock. Sollten damit eigentlich ein relativ gutes Team haben. Ach, hi, Nemila. Du willst jetzt kämpfen, ne? Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Ja, wir sind hier in der Arena. Ja, mein Name ist Shining. Also als Ziel des Projektes würde ich mir schon so vorsetzen, dass ich den Pokédex voll bekomme. Aber das könnte ein bisschen die Folgen strecken. Ein geheimes Gericht zu bestellen? Okay. Okay. Wir müssen aufpassen, was die anderen von sich geben. So mögen es unsere Stammgäste. Ich mache mir sicherheitshalber Screenshots. Okay, wir müssen uns bei den Stammkunden der Schatzstube umhören. Das klingt doch machbar. Jetzt steht da Nemila und will mich herausfordern. Nee. Welches von den Gebäuden ist denn die Schatzstube? Ach, das ist wahrscheinlich die Schatzstube, oder? Ja, das ist die Schatzstube. Hallo. Nein, ich habe die Infos alle noch gar nicht beisammen. Das weiß ich doch gar nicht. Ich hoffe, es ist egal. Ich hoffe, ich darf mir aber was bestellen. Okay, nicht mit dem Typen hier vorne reden, bevor ich nicht weiß, was die wollen. Okay. Ein geheimes Gericht. Sind Sie Stammgast hier? Okay, Zitrone merken wir uns schon mal. Jetzt muss ich einen der Herausforderer finden. Also suchen wir Schüler. Du bist ein guter Kollege. Da ist ein Schüler. Ich werde dir deinen Hinweis jetzt raus kullern lassen. Komm, gib mir deinen Hinweis, Trio. Nee, Tilo. Entschuldigung. Oh, ein Dummiesel. So, welches Level hast du? War es schlau, 45 zu trainieren?
Ja, mehr oder weniger. Okay, für dich hier hätte es offenbar auch noch gereicht. So, dann gib mir mal deinen Hinweis. Ja, musst du. Na gut, hier ist mein Hinweis. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Warte. Danke. Hier haben wir doch das blaue Vogel-Pokémon. Ja, ich höre es mir an. Redet. Süß, oder? Wahrscheinlich ist das süß ein Hinweis. Mit links. Mittlere Portion. Okay, mittlere Portion. Mittlere Portion mit Zitrone. Was ist denn das für ein Hosenmatz? Nee, du kriegst den Hinweis nicht, aber ich werde dir jetzt deinen rausholen. Tut mir leid, kleines Mädchen. Warum stehe ich auf einmal hier drüben? So, Ableithieb. Schlaraffe als nächstes. Das ist das Pokémon links von mir. Los, friss meine Aurasphäre. So, da bin ich mal gespannt auf deinen Hinweis. Ich sehe da hinten eine TM rumliegen. So, dann gib mir mal deinen Hinweis. Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Wir müssen nur noch einen Herausforderer finden. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich eingesammelt habe. Ich glaube, Reflektor war es. Es war auf jeden Fall was Neues. Ja, es war Reflektor. So, wir suchen einen weiteren Schüler. Du bist der Schüler. Ein Ulsering. Ihr habt euch ja richtig gut auf den Arena-Leiter vorbereitet. Einfach denselben Typus nehmen. Da habt ihr auch gar keine Chance. Geht mit dem Kampf-Pokémon daran. Ja, aber musst du mit leben. Dunkelheit umgeben und von Treppen. Wir suchen einen. Sind doch direkt vom Ort, oder? Feuersturm. Feuersturm ist der Hinweis. Ein Eisstand. Das sind Stände. Teriyaki, Soda, Erdbeer. Da, gebratene Reisbällchen sind's. Okay, wir haben unser Gericht. Warum verkauft ein Eisstand Reisbällchen? Die haben doch gar nichts mit Eis zu tun. So, gebratene Reisbällchen, Mittel. Starke Flamme mit einem Spritzer Zitrone. Ah, guck mal, und das kündige ich sogar ganz laut halt an. Das Geheimgericht ist wohl die Arena.
bin bereit für den Kampf, deswegen habe ich den Avatar schon aus dem Bild. Na dann, komm raus, Aoki. Aoki ist der Stammgast. Mann, hast du Elan? Okay. Ein Koalilu. Oh. Ich soll es langsam angehen lassen. Was ist das? Ich hab noch nie von langsam gehört. Ich mache einfach durch Terra. Das wird ein kurzer Kampf. Da hätte ich ja gar nicht grinden müssen. Also hätte ich schon irgendwo, aber trotzdem. Los, Aurasphäre! Normal-Pokémon sind auch so der hinterletzte Schrott in dem Spiel. Kannst du eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Boah, ist das Dummiesel groß. Ich habe noch nie so ein riesiges Dummiesel gesehen. War, glaube ich, 3-4 mal so groß wie ein normales Dummiesel. Ach, und jetzt ein Staraptor. Du machst dein Pokémon sogar schlechter, wenn du jetzt eine Terra-Kristallisierung machst, Kumpel. Du machst es schlechter, weil wegen dem Lufttypus hätte ich einen Nachteil gehabt. Aber wenn du den jetzt wegmachst, habe ich Vorteile. Das ist so dämlich. Die feuern ihn alle an, Leute. Warum kommen die jetzt erst? Du machst es mir so einfach. Insta-Win! Danke! Du hättest die Terra-Kristallisierung echt nicht machen dürfen. Es ist halt so vorhersehbar bei den Arena-Leitern, dass sie beim letzten immer die Terra machen. Und die haben dann halt nur noch einen Typus. Halt so. Klar, warum nicht? Ich hab auch Hunger.
Ja, ich habe mittlerweile auch ja das Cyana gefangen, ne? Das war in so einer geheimen Höhle, das ist Level 50 und war auch Terra kristallisiert. Also wir haben schon ein recht starkes Pokémon noch in der Box. Oh, Fassade, danke. Ich habe hier keine deiner Attacken gesehen. Ich sollte eventuell nicht immer mit dem Typenvorteil reingehen. Dass sie sich zumindest wehren können. Aber vielleicht liefert die Mila uns einen Kampf. Oh, hi. Das werde ich schaffen, keine Sorge. Das war klar. Nummer 1. Oh. Gehöre ich dann auch zur Top 4? Ja, den Kampf kriegst du noch. Guck ruhig zu. Ja, das weiß ich. Ach, im Westen, im Nordwesten. Das würde sich großartig anfühlen. Ach, danke. Dann kämpfen wir mal. Ach, Nebula. Ein Wolverock. Das ist ein Stein-Pokémon. Oh, du hast 4 Pokémon. Was mache ich dann nur? Vielleicht eine Aura-Sphäre? Okay, Level 45 war ein bisschen zu viel. Ich hatte den Arena-Leiter nicht ohne Grund gereckt. Komm, liefer mir einen größeren Kampf. Pamamo. Oh, sei Gigant. Ich habe euch ja versprochen, die Folge heute und die nächste wird länger. Und ich habe jetzt nicht bedingt einen Typenvorteil. Er aber auch nicht. Da wird es platt gemacht. Nicht Kanone sollte reichen. Thank you.
Kyros Bühne lernt gerade Eisstrahl. Und seht ihr auch, welche Attacken es gerade hat. Ihr werdet aber erst beim nächsten Mal den Pokédex-Eintrag sehen. Ja. Lieber als Lawine. Lawine ist eine Attacke, die mag ich nicht so wirklich, aber ich wollte eine gute Eisattacke für das Pokémon haben. Ist Kora als nächstes. Lucario, go! Das Fiese ist, sie hat noch eine Terra-Kristallisierung, ich nicht. Sofern sie mir das nicht aufgefüllt hat. Ach, sie hat mir die Terra-Kristallisierung aufgefüllt. Knochen hat's. Komm! Noch ein Treffer! Nein! Das Drachengift-Pokémon. Endlich jemand, der nicht wanted ist. Er konnte ja nur einmal treffen. So, Maskagato. Wisst ihr was? Wir machen mal Maskagato gegen Maskagato. Gucken, welches Maskagato besser ist. So, du wirst wie ich die Terra-Kristallisierung machen und wir werden beide nicht sehr effektives haben, aber ich mache den Nachthieb. Wenn du jetzt auch Terra machst, bist du danach keine Pflanze, naja, kein Unlicht-Pokémon mehr. Ich glaube, mein Maskagato ist etwas stärker als deins. Easy. Es hat eine Volltreffer-Garantie fast, die Attacke. Gib mir dein Leben! Danke, dein Leben war köstlich, nur war es nicht sonderlich nährreich. Easy. Och nein, ich will hier ins Rampenlicht. Gern geschehen. Ihr Frisur gefällt mir. Terra-Ausbruch. Ist der Anwender Terra kristallisiert, greift er mit der Energie seines Terra-Typs an. Schaden hängt vom Angriff oder Spezialangriff ab. Je nachdem, welcher Wert höher ist. Das klingt lustig. Ich glaube an dich. Was für Hoffnung, ne? Okay, Leute.
ich würde sagen, wir haben hier dann jetzt für heute genug geleistet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!